Er galt als einer der vielversprechendsten Kandidaten für außerirdisches Leben, der Exoplanet Proxima Centauri b. Doch selbst wenn es dort Leben gegeben haben sollte, am 24. März 2017 wurde es nach neuesten Erkenntnissen spätestens vernichtet. Was ist passiert und was bedeutet das für die Aliensuche? Jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Das ist wirklich ein herber Rückschlag. Es sieht schlecht aus für Leben auf dem Exoplaneten Proxima Centauri b. Bis dato galt er als ein vielversprechender Kandidat für Leben in der Nähe unseres Sonnensystems. Proxima Centauri ist ein Stern, nur 4,2 Lichtjahre von uns entfernt, und sein Exoplanet b, also Proxima Centauri b, kreist in der habitablen Zone um den Stern. Also da, wo Wasser nicht verdampft und auch nicht gefriert, also Leben möglich ist. Zudem ist er fast so groß wie die Erde, also nahezu perfekt Bedingungen. Und wenn nach den sich immer weiter verdichtenden Erkenntnissen gehen, dass nahezu überall Leben entsteht, wo die Bedingungen dafür da sind, dann wäre außerirdisches Leben dort nahezu zwingend gewesen. Aber damit ist es nun aus und vorbei. Hätte es dort Leben gegeben, spätestens vor knapp einem Jahr, plus 4,2 Lichtjahre, wäre es vernichtet worden. Das ergeben jüngste Datenanalysen. Ein Forschungsteam um die Astronomin Meredith McGregor von der Carnegie Institution for Science hat das Sternensystem mit dem Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, kurz ALMA, in Chile untersucht und in den Daten jetzt ein katastrophales Ereignis entdeckt. Meredith McGregor: Der 24. März 2017 war kein normaler Tag für Proxima Centauri. Ja, an diesem Tag passierte eine absolute Katastrophe. Die Temperatur, und das muss man sich mal vorstellen, stieg für 10 Sekunden um, Achtung, das Tausendfache an. Maximal war diese Eruption auf dem Stern sogar 10-mal heißer als die stärksten Ausbrüche auf der Erde. Zitat: Der Flare erzeugt Strahlung im gesamten Bereich des elektromagnetischen Spektrums, so das Forschungsteam. Und dabei ist Proxima Centauri nur ein roter Zwerg. Der Exoplanet b kreist also viel dichter um ihn als die Erde um die Sonne, um sich in der habitablen Zone wie hier in unserem System zu befinden. Dieser Flare hat den Exoplaneten voll erwischt, und falls es dort Leben gegeben haben sollte, ist es spätestens durch diese Eruption vernichtet worden. Aber wahrscheinlich war es nicht der erste Ausbruch, meint das Forschungsteam. Zitat: In den Milliarden Jahren seit Proxima Centauri b entstanden ist, könnten Strahlenausbrüche wie dieser die Atmosphäre und mögliche Ozeane verdampft und die Oberfläche des Planeten sterilisiert haben, so Meredith McGregor. Es ist wirklich zum Mäusemelken. Da findet man mal einen vielversprechenden Kandidaten für außerirdisches Leben und dann gibt es irgendein Detail, das Leben doch unmöglich macht. Bedeutet das jetzt, dass es immer so ist? Also vielleicht doch die These stimmt, dass wir einzigartig im Universum sind, weil es eben doch immer wieder irgendeinen Haken gibt. Wahrscheinlich ist es nicht so. Es gibt so viele Sternensysteme in jeder Galaxie, Milliarden, und es gibt so viele Galaxien, auch Milliarden. Statistisch ist es nahezu unmöglich, dass es kein Leben außerhalb der Erde gibt. Wir müssen vielleicht nur etwas länger suchen. Und die Erkenntnisse der Exobiologen sprechen ja auch dafür, dass Leben relativ schnell entsteht. Es ist quasi nur eine Weiterentwicklung aus Molekülen und der zwingende Weg bei jedem komplexer werdenden System. Und das passiert wohl auch schneller als gedacht. Ja, wenn ihr als erstes Neues zum Thema Außerirdische und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video. Garantiert, ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klicks und mitmachen und mir Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und mitbestimmen, was hier bei Klicks und passiert. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Außerirdisches Leben. Leben entsteht viel früher als angenommen. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.